Ja, wir sind ganz kurz vor der Zeit und es freut mich sehr, dass heute der ÖAD sehr stark vertreten ist durch den Herrn Hasoglu, Frau Mayrhofer, Frau Hoffmann und Frau Bernhardt, die allesamt wichtige Partner sind, bezogen auf die auf die Zusammenarbeit mit der Geräteinitiative. Machen irrsinnig viel im Bereich der Initiative Digitales Lernen und kooperieren natürlich auch mit E-Education. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und haben aber natürlich eine Vielfalt von Angeboten für Schulen in dieser Phase. Und ja, möchte gar nicht zu viel von Ihrer Zeit vertun. Wir sind jetzt nämlich gleich auf 5 nach 5 und würde Sie um Ihren Input bitten. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Riepel. Ich würde auch dann sogleich die Folien teilen meinerseits und dann auch mit einer kleinen Einleitung beginnen. Dazu teile ich jetzt meinen Bildschirm. So, Sie sollten jetzt alle die Startfolie sehen. Ja, herzlich willkommen zum Input der E-Education Praxistage vom ÖAD. Herzlich willkommen meinerseits. Mein Name ist Tayfun Hasoglu, eben vom digitalen Lernen. Und der Riepel hat ja auch schon unsere anderen Referentinnen vorgestellt, ebenfalls vom ÖAD, die Melanie Mayrhofer, Anna Hofmann und Katrin Bernhardt, die in weiterer Folge, weil eben der ÖAD so viel anbietet, auch im Bereich Digitales, dann noch ihre inhaltlichen Inputs dazu ja, im Rahmen dieser Veranstaltung geben werden. Meine Wenigkeit wird jetzt Ihnen noch kurz den Ablauf präsentieren unseres ÖAD-Slots, nämlich beginnend mit der Initiative Digitales Lernen, wo ich einiges zum Fahrplan sagen werde, aber auch zu Unterstützungsmaßnahmen seitens des ÖADs für Schulen und dann gleich auch weitergeben werde an ja, meine Kolleginnen und weiteren Referentinnen eben vom ÖAD, die unter anderem weitere spannende Angebote haben zum eben digitalen Lernen und das Lernen über den Nationalsozialismus und den Holocaust, dann den sogenannten Citizen Science Award, die Kulturvermittlung mit Schulen und eben das Innovationsnetzwerk Bildung. Und am Ende unseres Slots werden wir dann auch hoffentlich genug Zeit haben, dann Fragen zu den unterschiedlichen Inputs dann auch zu beantworten. Gut, dann werde ich auch schon mal beginnen mit der Initiative Digitales Lernen. Ja, falls es eh nicht schon jeder von Ihnen weiß hier im Publikum, dieses Jahr, also im Schuljahr 2022/23, geht die Initiative Digitales Lernen in die zweite Runde. Dort können wieder alle teilnahmeberechtigten Schulen, Bundesschulen, Pflichtschulen, aber auch Privatschulen, die eine Sekundarstufe 1 haben, sich ja, bei der Geräteinitiative ja, mitmachen, falls Sie eh nicht schon mitmachen. Und dafür stelle ich Ihnen auch kurz den Fahrplan vor. Falls es nicht schon geschehen ist, wir beginnen halt so bei Schritt 1 oben. Sie sollten alle schon, beziehungsweise die Schulstandorte sollten schon ein Anschreiben bekommen haben, wo Sie schon über die ersten ja, Schritte, die gesetzt werden können, informiert worden sind. Zum Beispiel eben das Anmelden, Einmelden der Klassengerätezahlen beziehungsweise der Schülerinnenzahlen, so gut es eben geht, damit man jetzt schon mal im Vorhinein eine grobe Abschätzung machen kann, die aber dennoch im Sommer dann genau spezifiziert wird. Aber da wird es dann noch Informationen geben. Dann eben zum zweiten Schritt. Sie sollten, wenn Sie nicht eh schon mitmachen, ich sage gleich was dazu, eine Diskussion mit eben Schulpartnerinnen, vielleicht dem Schulerhalter starten, nee, nicht dem Schulerhalter, eben mit weiteren Partnern, die mit der Schule kooperieren, über die Anzahl der teilnehmenden Klassen. Hier sei wieder dazu gesagt, dass dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr nur die fünfte Schulstufe teilnehmen kann. Das war eine sehr wichtige Information. Letztes Jahr im Schuljahr 2021/22 konnten einmalig auch die sechste Schulstufe teilnehmen. Dieses Jahr im 2022/23 nur die fünfte Schulstufe. Das ist eine sehr wichtige Information dazu. Falls Sie sich dann über die Anzahl der teilnehmenden Klassen eben mit Ihren Schulpartnerinnen und Partnern abgestimmt haben, geht es dann auch schon zu Schritt 3, eben der Prüfung der sogenannten IKT-Infrastruktur, also von WLAN bis aber auch hin zu genügend Lademöglichkeiten. Dort bitte ich Sie eben mit dem Schulerhalter oder anderen Stakeholdern Absprache zu halten und für Schulen, also die nicht bereits im Schuljahr 2021/22 teilgenommen haben, ist das auch ein wichtiger Teil im sogenannten Letter of
Intent, also der Absichtserklärung an der Teilnahme teilzunehmen. Weiter geht es eben zur eigentlichen Entscheidung, also sofern diskutiert worden ist, mit wie vielen Klassen man teilnimmt, welchen Gerätetyp man eventuell ausgewählt hat. Das ist, wie gesagt, vor allem für neue Schulen relevant, aber auch, ob die IKT-Infrastruktur ausgebaut ist, beziehungsweise ob Maßnahmen getroffen werden, sie auszubauen, wird eben eine schulinterne Entscheidung getroffen, mit wie vielen Klassen man teilnimmt und mit welchem Gerätetyp man teilnimmt. Und ich wiederhole mich vielleicht, die Gerätetyp-Entscheidung ist eben bei neuen Schulen relevant, die jetzt mit dem Schuljahr 2022, 2023 teilnehmen möchten. Ja. Dann ein To-Do, was jetzt im jetzt Frühjahr dieses Schuljahrs noch zu machen ist, für die teilnehmenden Schulen, aber auch die eine Teilnahme in Aussicht haben oder das teilnehmen möchten, ist eben bis zum 15.04. diese Entscheidung an die zuständige Bildungsdirektion zu melden über die Applikation. Was die Applikation ist, da sollten Sie auch schon Informationen erhalten haben. Nähere Informationen, wie man die Applikation bedient, finden Sie natürlich auf der Homepage digitaleslernen.ÖAD.at und dezidierte Informationen zur Bedienung selber im sogenannten Applikationshandbuch. Bitte beachten Sie beim Applikationshandbuch, dass das regelmäßig geupdatet wird und Sie da bitte auf die Version achten sollten. Gehen wir weiter eben zum sechsten Schritt. Die schulinterne sogenannte Steuerungsgruppe macht sich entweder Ziele bezogen vielleicht aus ihren Erfahrungen aus dem Jahr 1 der Initiative für das Jahr 2. Oder wenn es sich um eine neue Schule handelt, die teilnehmen möchte, werden Ziele definiert, die eben mit der Teilnahme der Gerätinitiative erreicht werden sollen oder möchten. Zu 7, da gibt es eine enge Verknüpfung eben zu Schritt 3. Die erforderliche IKT-Infrastruktur wird mit dem Schulerhalter entweder in Angriff genommen, also der Ausbau wird in Angriff genommen, oder es werden Maßnahmen gesetzt, diese IKT-Infrastruktur ausbauen zu lassen, falls es nicht eh schon geschehen ist. Und Schritt 8 kann man linear betrachten im Sinne dieses Fahrplans, muss man aber nicht. Natürlich sollten die Erziehungsberechtigten dann über die Initiative aufgeklärt werden bzw. Informationen erhalten. Da finden Sie auch vieles, auch in anderen Sprachen auf der Homepage Digitales Lernen. Aber auch Sie als Schule können natürlich diese Informationen nutzen, um in Elternabenden oder Informationsschreiben die Erziehungsberechtigten, die jetzt wenn die entsprechenden Schülerinnen und Schüler in die zweite Klasse jetzt weiter wandern, was das bedeutet, aber auch, und das ist vor allem wichtig für eben die neuen Schülerinnen und Schüler, die jetzt in die fünfte Schulstufe an ihren Schulstandort kommen, was das für die Erziehungsberechtigten eben heißt und was die Erziehungsberechtigten hier eben wissen sollten im Vorhinein. Ja, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen, ohne sie könnte man keinen wertvollen, kompetenten IKT-gestützten Unterricht machen. Deswegen sind sie ein großer Teil und ein wichtiger Teil dieser Initiative. Hier wird eben vom Bildungsministerium auch werden sogenannte MOOCs angeboten, also Online-Kurse, die man im Sinne der Gerätinitiative dann machen kann. Auch den sogenannten, vor allem für neue Schulen relevanten, sogenannten Concept-MOOC, wo es darum geht, dass, was im Schritt 10 dann angesprochen wird, also wo es darum geht, das sogenannte Digitalisierungskonzept mitzuentwickeln oder ein bestehendes Digitalisierungskonzept vielleicht noch zu verfeinern oder auszuspezifizieren. Und generell sei hier auch gesagt, dass natürlich auch ihre lokale PH natürlich auch weitere Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten hier anbietet. Nähere Informationen, auch welche Fortbildungen und Webinare wir als ÖAD, also als Digitales Lernen anbieten, finden Sie natürlich auch auf der Homepage. Ja, zu Schritt 10, ich habe es eh schon gesagt, entweder für neue Schulen ein Digitalisierungskonzept, was erforderlich ist und auch mit hochgeladen oder eingereicht werden muss für die Teilnahme, sollte entwickelt werden und für bereits teilnehmende Schulen dieses Digitalisierungskonzept eben weiterzuentwickeln, vielleicht neue Ziele zu definieren oder Ziele anzupassen.
Und das Digitalisierungskonzept, das sei dazu gesagt, ist nicht als separates Dokument oder als separate Methode zu verstehen, sondern das Digitalisierungskonzept ist immer ein Teil des allgemeinen Schulkonzepts. Ja, wenn wir dann mal in die Zukunft blicken, also zu den Schritten 11 und 12, dann Richtung Herbst, wenn es dann an die Geräteauslieferung und Anlieferung am Schulstandort geht, dort werden Sie dann natürlich am Ende des Schuljahres 21/22 weitere spezifische Informationen erhalten, was Sie im Herbst beachten müssen, das sei schon mal vorgesagt. Aber zur Auslieferung wird der Schulstandort generell im Vorhinein informiert werden, mindestens 2 Wochen im Voraus. Und die Auslieferung wird im Herbst natürlich dann vonstatten gehen. Ja, und die Geräte am Schulstandort einsetzen, dort sei von mir angemerkt, eben der Einsatz kann eben nur durch die Integration ins sogenannte Mobile Device Management, ins MDM quasi erfolgen. Ohne die Integration der Geräte ins MDM ist kein Einsatz möglich zumindest. Aber dort, wie Sie das machen sollen, können, gibt es einen dezidierten MDM-Support bereitgestellt vom BMBWF, der für Admins und Kustoden eben angeboten worden ist, um sie dabei zu unterstützen, die Geräte ins MDM einzupflegen und einzubringen, sodass sie eben der IKT-Verordnung entsprechen. Entschuldigen Sie. Genau, aber wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail und wir können quasi beauskunften, wo Sie diesen MDM-Support finden als Kustode und Admin. Gut. Viertel nach drei. Wir haben noch weitere Sprecherinnen und Sprecherinnen und deswegen muss ich mich noch ein bisschen in der Zeit sputen. Deswegen von meiner Seite noch Kommunikationsmaßnahmen, die vom digitalen Lernen seitens des ÖAD eben gemacht werden. Ich habe es eh schon gerade im Fahrplan auch angesprochen. Also der ÖAD bzw. digitales Lernen bietet natürlich auch eigene Webinare an. Das nächste ist digitale Lernen gefragt am 23.03., eben schon übermorgen am Nachmittag 15 bis 16:30 Uhr. Dort ist es ein, wie der Name schon sagt, ein Fragen- und Antwortenformat. Da sind Sie herzlich eingeladen zu kommen. Nähere Informationen zur Anmeldung des Webinars finden Sie auf der Homepage Digitales Lernen. Und natürlich werden auch weitere sogenannte Safe Internet-Webinare zusammen mit safeinternet.at für Erziehungsberechtigte, aber auch für Lehrkräfte angeboten werden. Voraussichtlich, weil ich das nicht ganz in Aussicht stellen möchte, am Ende dieses Schuljahres, aber ganz sicher im Herbst, Winter nächsten Schuljahres. Ja, und auch natürlich auf der Website, das ist ja der One-Stop-Shop für Informationen, bieten wir Newsbeiträge, Best-Practice-Beispiele und natürlich FAQs, die weiter ausgebaut werden. Und wenn Sie Informationen aus erster Hand haben möchten, dann abonnieren Sie den Newsletter dazu. Es gibt auch für Erziehungsberechtigte, aber auch Schülerinnen und Schüler Erklärvideos, die Sie auf der Website finden, aber auch diverseste Informationen, zur Ausstattung mit den Geräten bis hin zur Befreiung und Bezahlung seitens der Erziehungsberechtigten oder den Schulwechselguide, wo es darum geht, was ist eben beim Schulwechsel zu berücksichtigen. Ja, und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie sich jederzeit melden an digitaleslernen@öad.at oder eben unter angegebener Hotline-Nummer. Beachten Sie hierbei bitte die Servicezeiten. Und ja, eine kurze Werbung am Rande. Natürlich gibt es uns auch oder Sachen des ÖADs auch in Präsenz. So die nächste Veranstaltung der Interpädagogika vom 12. bis 14.05. auf der Messe Wien. Oder aber auch, wobei der jetzt momentan am Laufen ist, der sogenannte Bildungspreis Klasse Lernen, wir sind digital. Dort findet die Preisverleihung und ja, das Finale sozusagen im Herbst statt. Der wird aber auch nächstes Jahr angeboten. Dort finden Sie, auf unserer Homepage finden Sie auch Informationen dazu, wie Sie nächstes Jahr dort mitmachen können. Ja, was gibt es noch seitens digitales Lernen? Natürlich Support und Unterstützung. Das Support-Team berät Sie gerne schriftlich wie auch telefonisch zu Teilnahme und Fragen zum Fahrplan, den ich eben vorgestellt habe, wobei ich mich sehr angestrengt habe, das in Kürze in dem Detail gerade vorzustellen. Natürlich ist die Support-Hotline Anlaufstelle für sogenannte Nachbestellungen und die eigentliche Auslieferung der Geräte. Wir unterstützen Sie bei der Bedienung der Applikation oder Fragen zu Seriennummern von Geräten. Wir bieten Auskunft zum Schulwechsel und was hier seitens der Schule, aber auch natürlich für Erziehungsberechtigte berücksichtigt werden muss oder Beauskunften, wie die Gerätebörse, ja, was die Gerätebörse ist.
Wir geben Auskunft zu den Befreiungstatbeständen, also wie sich Erziehungsberechtigte befreien lassen können, oder zur sogenannten Garantieabwicklung. Und natürlich vieles weiteres. Bitte schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und dann finden wir einen passenden, kompetenten Weg, Ihr Problem zu lösen. Was mir aber nicht bei Auskunft, das sei auch dazu gesagt, ist die sogenannte technische MDM, also technische MDM-Fragestellungen. Dort gibt es einen dezidierten MDM-Support bereitgestellt vom BMBWF für Kustoden und Admins von Schulstandorten. Da bitte ich Sie, sich an den zu wenden, wenn Sie explizite Softwarefragen haben. Wie Sie das machen und wie die Registrierung abläuft, finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Was wir auch nicht servicieren, sind eben Fragen zu ganz spezifischen Befreiungstatbeständen, da das aus Datenschutzgründen von unserer Seite nicht möglich ist, sondern von eben der BEHAG in Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten gemacht wird. Dann natürlich servicieren wir nicht Garantiefälle per se, sondern das machen und die Reparaturen, sondern das machen die Lieferanten der jeweiligen Gerätetypen. Und sämtliche Fragen rund um die Technik und das Handling der Gerätebörse und des Eigengerätechecks, da bitte ich Sie dann auch an unseren Partner Talentify, der die Gerätebörse hostet, sozusagen mit ihren technischen Fragen heranzutreten. Organisatorische Fragen, auch an die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, können Sie jederzeit natürlich an uns stellen. Das war es erstmal zu digitales Lernen. Ich gehe über in Auftrag von Erinnern.at zu digitales Lernen und Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust. Dort gibt es nämlich eine App, deswegen hier diese Schnittmenge mit Digitalisierung. Die App Fliehen vor dem Holocaust, die ist Apple Store und eben natürlich im Google Store zum Download gibt. Dort findet man Zeitzeugeninterviews und anderes Material, um sich eben kritisch, aber auch wertvoll mit der Thematik auseinanderzusetzen. Die App ist natürlich kostenlos, sei dazu gesagt. Und was es noch gibt, eben sind zwei weitere Projekte, eben die sogenannten Lebensgeschichten. Das ist eine Projektseite zum Pardon, ja, wo auch eben Zeitzeugeninterviews gibt zum Thema Holocaust und den interaktiven iWalk Mauthausen, ein virtueller Rundgang und man kann dann das Konzentrationslager Mauthausen virtuell besichtigen. Sei dazu gesagt, ich bringe das hier in Vertretung von Erinnern.at rüber. Gut, meine Sprechzeit ist vorbei, vom Inhaltlichen her zumindest. Ich würde übergehen zum Citizen Science Award von Melanie Meyerhofer. Ja, danke, Taifun. Mein Name ist Melanie Meyerhofer. Ich bin im ÖAD im Bereich Public Science für die Organisation des Citizen Science Awards zuständig. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit dem Citizen Science Award, wie Sie den nutzen können, um digital in Ihrem Unterricht an Forschungsprojekten mitzuforschen. Genau, also der Citizen Science Award ist ein Forschungswettbewerb, den wir seit 2015 im Auftrag des BMBWF organisieren. Man kann hier jedes Jahr in einem fixen Zeitraum an Forschungsprojekten mitforschen. Und zwar startet dieser Mitforschzeitraum jedes Jahr am 1. April. Also das ist dann, steht jetzt bald vor der Tür, das ist Freitag nächste Woche. Da starten wir wieder mit dem Mitforschen. Und dieser Mitforschzeitraum, der geht jedes Jahr bis Schuljahresende. Und das ist heuer der 8. Juli. Man kann in ganz Österreich mitforschen. Es können alle Schülerinnen und Schüler, alle Schulen, alle Schulklassen mitforschen, aber auch erwachsene, interessierte Einzelpersonen. Die Schulklassen können, wenn sie, weil das Ganze ein Wettbewerb ist, gibt es natürlich Preise zu gewinnen. Die Schulklassen können bis zu 1.000 Euro für die Klassenkasse gewinnen und die Einzelpersonen bekommen Sachpreise. Ich habe Ihnen hier auf der Folie Forschungsprojekte aufgelistet, an denen man heuer mitforschen kann. Das sind insgesamt 7 Citizen Science Forschungsprojekte. Das sind ganz normale, aktuell laufende Forschungsprojekte und zwar aus ganz Österreich.
Und es sind heuer insgesamt 7 Projekte, das sind jedes Jahr immer ein paar andere. Und an 5 von diesen 7 Projekten haben Sie mit Ihren Schulklassen die Möglichkeit, dass Sie sich mit digitalen Methoden daran beteiligen können. Und ich stelle Ihnen das jetzt ganz kurz vor, welche Möglichkeiten Sie da haben. Und zwar ist einmal das erste Projekt das Projekt Katzen machen Wissenschaft. Da geht es darum, dass man das Verhalten von Katzen auf Katzenminze analysiert. Und zwar werden dazu Videos gemacht. Diese Videos werden analysiert. Die kann man auch in einer Plattform vom Forschungsteam hochladen. Und man kann auch mittels Fragebogen diese Videos analysieren. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man die Daten, die aus diesen Videos generiert werden, wie man die digital gemeinsam mit den Forschenden auswerten kann. Dann gibt es das Projekt Pilzfinder. Da geht es darum, dass man einerseits die Diversität von Pilzen erforscht, aber auch, wie sich der Klimawandel auf die Verbreitung von Pilzen auswirkt. Und dazu gibt es eine App oder auch eine Webseite. Also man kann über beide Möglichkeiten mitforschen. Da kann man mit seiner Schulklasse rausgehen und Pilze sammeln oder Pilze suchen, die Pilze fotografieren und die Fotos über die App oder die Webseite hochladen und dann gemeinsam mit dem Forschungsteam bestimmen. Oder man kann sie auch selber bestimmen, je nachdem. Und alle diese Daten, die gehen dann ein in eine große Karte, auf der dann alle Pilzfunde österreichweit oder wenn es geht auch über die Grenze hinaus dann auch sichtbar gemacht werden auf einer Webseite. Dann gibt es das Projekt Biodiversität am Friedhof. Das funktioniert sehr ähnlich. Da geht es darum, da wird die Biodiversität und die Artenvielfalt auf Friedhöfen in ganz Österreich erforscht. Da kann man Fotos hochladen auf einer Webseite oder auch Videomaterial, je nachdem, ob man Tiere findet, ob man Pflanzen findet, ob man Flechten findet, ob man Pilze findet. Und das kann auch alles einerseits bestimmt werden, gemeinsam mit dem Forschungsteam und wird dann auch in weiterer Folge digital sichtbar gemacht. Dann auch ein sehr spannendes Projekt, wo es um Biodiversität geht, das ist das Projekt Polydiversity 2.0. Da können Sie Saatgut bestellen und dieses Saatgut, also das ist ein Saatgut mit Blühpflanzen, das können Sie bei Ihnen im Schulgarten oder auch zu Hause anpflanzen und dann wird diese Blühfläche beobachtet und zwar geht es da einerseits um phänologische Beobachtungen, also wann blühen welche Pflanzen und dann wird auch werden die Bestäuber erforscht, also welche Bestäuber kommen auf diese Blühflächen. Und das geht auch alles einerseits über Online-Workshops mit dem Forschungsteam und auch über eine Webseite und über Fragebögen, die dann ausgefüllt werden können. Dann gibt es noch das Projekt Unser planetarischer Garten. Das ist nur teilweise online, bei dem man nur teilweise digital mitforschen kann und bei den anderen beiden Projekten nicht. Also bei den 4,5, die ich jetzt erwähnt habe, da kann man digital mitforschen. Das können Sie bei Ihnen im Unterricht einsetzen. Und wenn Sie das interessiert, wenn Sie gern mit Ihrer Schulklasse an einem Projekt mitforschen möchten, dann habe ich Ihnen hier den Link aufgeschrieben. Da finden Sie alle Projekte aufgelistet, mit welchen Möglichkeiten Sie mitforschen können, wo Sie die Kontakte finden, wo Sie sich hinwenden, wo Sie sich anmelden können und alle detaillierten Projektbeschreibungen. Also da unter diesem Link finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Citizen Science Award. Frau Meierhofer, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ja, ja. sind noch Beiträge geplant vom ÖAD? Ja, eigentlich es werden noch Beiträge noch geplant. Ja, bitte. Gut, hallo. Dann werde ich möglichst kurz das machen. Bitte, lieber Taifun, um die nächste Folie. Mein Name ist Anna Hoffmann. Ich arbeite im Bereich Kulturvermittlung mit Schulen und bin dort die Projektkoordinatorin für das Projekt Kulturbildung. Ich werde jetzt wirklich versuchen,
in absolutester Kürze die Punkte, die hier auf der Folie sind, kurz zu besprechen. Also im Bereich Kulturvermittlung mit Schulen unterstützen wir Projekte kultureller Bildung an Schulen. Also das sind Projekte, in denen ein Künstler oder eine Künstlerin mit Schülern im Rahmen des Unterrichts zusammenarbeitet. Und dafür bieten wir einerseits finanzielle Unterstützung, aber auch Beratung und setzen Impulse. Und einer dieser Impulse ist dieser Themenschwerpunkt More Than Bytes, kulturelle Bildung und digitale Medien. Das Ziel dieses Themenschwerpunkts ist, die Auseinandersetzung mit digitalen Medien sowie mit Aspekten der Digitalisierung in kulturellen Schulprojekten zu unterstützen. Ich sage jetzt nur kurz Beispiele, was das sein kann. Das kann eine Schreibwerkstatt zum Thema Cybermobbing sein oder das Thema Social Distancing in einem Theaterworkshop aufgearbeitet werden. In den Projekten, die umgesetzt wurden, wurden vielfältigste digitale Tools verwendet, um Kurzfilme zu schneiden, Podcasts, Photoshop wird künstlerisch. Ich war eigentlich noch beim vorigen Typhoon. Künstlerische Verwendung von Photoshop bis hin zu Augmented Reality und Coding und Robotik. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein bisschen ein plastischeres Einblick vorbereitet, aber das zeigt vielleicht, digitales Lernen ist in vielfältiger Form auch in Kunst- und Kulturprojekten an Schulen möglich. Und ich verweise jetzt auf die Evaluierung durch das Forschungsinstitut EDUKULT, wo eben der Erwerb von Medienkompetenz durch Aktivitäten der kulturellen Bildung bestätigt wird. Jetzt bitte auf die nächste Seite. Genau. Was bieten wir Ihnen? Sie können bei uns Projekte einreichen und um eine finanzielle Unterstützung ansuchen auf unserer Website zum Themenschwerpunkt. www.oead.at/morethanbytes finden Sie eine Auswahl an 30 Workshop-Angeboten, die von uns finanziell unterstützt werden und eben auch diesen angesprochenen Evaluationsbericht, wenn Sie sich genauer auseinandersetzen möchten, wie Medienkompetenz erworben werden kann. Und diese Workshop-Angebote sind eben auch sowohl online wie auch in Präsenz möglich, sind eben eine Auswahl, die Sie bei uns einreichen können. Einreichen können Sie im Rahmen von Kulturbildung. Das ist das umfangreichste Kunst- und Kulturvermittlungsprogramm mit Schulen in ganz Österreich. Sie sehen, es geht um partizipative Schulprojekte in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Es muss immer auch im Rahmen des Unterrichts sein und Projekte werden von 70 Euro bis zu maximal 1.500 Euro pro Projekt unterstützt, je nach Anzahl der Unterrichtseinheiten. Genau, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, sehen Sie hier die Seite oead/Beratung. Da finden Sie alle den Namen, finden Sie meinen Kontakt und den Kontakt auch von meinen Kolleginnen, wenn Sie gerne ein Projekt einreichen möchten und sich beraten lassen möchten. Und sage nur ganz kurz, nützen Sie unsere Angebote, auch gerade in aktuell herausfordernden Zeiten, weil eben Kunst- und Kulturworkshops, man kann mit ihnen die Medienkompetenz fördern, aber sie machen auch einfach Freude, sie bieten kreative Freiräume und können das Gemeinschaftsgefühl genauso fördern wie eben die Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern. Das war es in aller Kürze. Super, das war sehr kompakt. Danke. Frau Bernhard, Sie haben auch noch einen Beitrag. Ja, ich versuche es noch ein bisschen kürzer zu machen, weil ich merke, wir sind schon über der Zeit. Ich möchte eigentlich nur Sie hinweisen auf ein Angebot, das wir momentan haben und das für Sie interessant und hilfreich sein könnte. Es sind ja momentan sehr viele Schulen vor der Herausforderung, mit Digitalisierung umgehen auch zu müssen. Und wenn Sie sagen, Sie würden sich da gern mit anderen Schulen, mit anderen Lehrkräften, Schulleitungen, Elementarpädagoginnen und Pädagogen vielleicht auch austauschen zu diesen Herausforderungen, dann kommen Sie doch zu uns ins Innovationsnetzwerk Bildung. Wir versuchen, da ein Netzwerk aufzubauen, das Ihnen den Rahmen bietet, damit Sie sich gut zu Themen austauschen können, die Ihnen am Herzen liegen. Wir machen einerseits Workshops, physisch und online, mit partizipativer Themenwahl. Das heißt, Sie können uns sehr gerne Digitalisierungsthemen auch einmelden und wir organisieren dann einen Workshop dazu. Wir schauen uns in Bildungsausflügen innovative Schulen an, die schon beim Thema Digitalisierung recht weit sind, fahren auch zu Innovationslaboren für Bildung, die teilweise Digitalisierungsschwerpunkte haben. Also das sind so Experimentierräume für innovative Methoden. Und wir haben einen Newsletter, mit dem wir Sie auf dem Laufenden halten, was sich im Netzwerk so tut und Angebote auch von Partnern Ihnen einmelden. Wenn Sie Lust darauf haben, sich da gegenseitig zu stärken und ein bisschen in Austausch zu gehen, melden Sie sich doch an unter unserer Homepage innovationsstiftung-bildung.at.
dort auf Schwerpunkte Schule lernt lernen, das ist unser Schulentwicklungsschwerpunkt und dann Innovationsnetzwerk Bildung und dort finden Sie den Link und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen bei einem der Workshops. Danke. Bernhard, vielen herzlichen Dank, das war auch super kompakt. Ich möchte ganz kurz nochmal das Angebot erneuern. Sie haben ja irrsinnig viele Angebote. Schicken Sie, aber Sie machen es jetzt zum Teil, die Termine immer 2-3 Wochen vorher. Wir haben da unseren Newsletter, wir haben unsere News und wir werden natürlich versuchen, Ihre Angebote dann entsprechend auch über eEducation zu kommunizieren. Das machen wir ganz gerne. Ich habe eine allerletzte Fragestellung, wobei Sie vielleicht nicht die ganz direkten Adressaten sind, aber das geht ein bisschen aus den Chats hervor, dass ein gewisser Unmut ist bezogen auf diese Windows-Tablet-Situation. Was raten Sie da den Schulen? Ich weiß nicht mehr, wen ich fragen soll. Deshalb gibt es keine Antwort. Frau Felbel, ist hier im Chat und da möchte ich gerne an die Frau Felbel verweisen an der Stelle. Okay, das heißt aber, da können bei dieser Frage auch Schulen auf Sie dann zukommen mit der Frage, ja. Ich glaube, es geht ein bisschen um die Orientierung, wie machen wir das? Und ja, jederzeit sowieso. Also die Windows-Tablet-Schulen sind immer herzlich eingeladen, uns die Fragen zu stellen. Aber Frau Felbel möchte sich vielleicht selber dazu kurz äußern. Ganz gerne. Nein. Ah, jetzt geht's. Ah, super, danke. Ja, danke vielmals. Ja, also ich habe es kurz in den Chat geschrieben, dass man da im Moment leider noch nicht so proaktiv, also dass man einfach im Moment auch noch nicht so viel dazu sagen können, dass wir uns aber freuen, wenn Sie uns einfach E-Mails schicken und wir uns dann bemühen, quasi auch die Sachen zu sammeln und sobald es einen klaren Fahrplan gibt, den dann einfach auch entsprechend, da eben entsprechend auch auf die Fragen, die Sie uns zuschicken, eingehen können. Ja, also deswegen, ich würde einfach noch einmal unsere E-Mail-Adresse in den Chat posten und Sie bitten, dass Sie uns Ihre Fragen einfach direkt in die Hotline schicken. Ja, super. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Kooperation und für Ihr Engagement. Das ist eigentlich gewaltig, was der ÖAD hier leistet. Ja, vielen herzlichen Dank.